Inshoheads Personen News 1923 mit Roland Weber, Simone Auer, Dr. Philipp Schönbach, Dr. Max Happacher, Harald Rosenberger und Silke Fuchs. Der frühere DBK-Vorstand Roland Weber ist zum Vorstandsvorsitzenden des Sicherungsfonds der Lebensversicherer, Protektor, ernannt worden. Erfolgt auf Jörg Westphal. Dieter Langs hat mit Simone Auer eine neue Risikochefin benannt. Auer ist seit 2022 im Unternehmen und kommt von der Hannover Rück, wo sie vorher 17 Jahre tätig war. Dr. Philipp Schönbach ist zum 1. Juni in den Vorstand der Vereinigten Hage berufen worden. Er ist bereits seit 11 Jahren für den Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit tätig. Der Ergo-Vorstand Dr. Max Happacher wurde für die kommenden 2 Jahre an die Spitze der Deutschen Aktuarvereinigung gewählt. Er folgt auf Dr. Schneidemann. Harald Rosenberger wurde zum neuen Vorstandschef der Nürnberger ernannt. Er ist seit 2017 im Unternehmen, kommt von der Munich Re und übernimmt den Posten von Dr. Zitzmann. Silke Fuchs verlässt am 30. Juni den Vorstand der HDI Deutschland, in welchem sie derzeit den Bereich Leben verantwortet.